Hey, und willkommen zurück zu The Witcher 3, Heart of Stones. Wir gehen jetzt zu Shani ihr Haus, die gleich hier um die Ecke ist, und werden mal gucken, was uns jetzt da erwartet. Ich erinnere mich noch, dass wir diesen Spiegelheini getroffen hatten, genau, der die Zeit manipuliert hat. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Warum sitzt die auf dem Boden? Shani. Oh, Geralt. Good thing you're here. What happened? Somebody break in? This? Oh, no. Just getting ready to move. Huh? What? When? Where to? Not what I wanted to talk to you about. Or at least not only, but... I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. Never mentioned you'd be moving. Any intention to either. I didn't know I would be. Found out this morning. Two soldiers came to my door, said Redania needs me again. Couldn't turn them down? Just say no? Perhaps I could have. But I didn't want to. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. Ja, gut. Ja, ich versteh's. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich hier sagen, sie soll nicht gehen, weil ich da eine Beziehung damit mit ihr haben will, aber ich versteh's, ja. Und ja, ich hab Snoo-Snoo mit ihr gehabt und ihr wisst, ich glaube, man hat das mittlerweile gemerkt, ich liebe Shani, aber Yen bleibt halt mein... Ne? I understand. Any chance we'll see each other again? Someday, I'm sure. So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows him. Find anyone? Turned out I didn't need to look far. A colleague at the Academy, an assistant to Professor Pramathine Shakeslock, claims Olgierd von Everick met with the professor multiple times. Apparently, Olgierd asked the professor to do some research. Professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor, where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his house on Academy grounds. Mage hunters guard his door. Mage hunters at the door. He under house arrest? I can't say, really. Some of the faculty think him a traitor. Say he sold out to the hunters for a hefty pouch of gold. The assistant, on the other hand, insists the professor wants him there to protect him. I don't know what from. What's your guess? He's certainly useful to them. A specialist in black magic and the occult? Must be a trove of knowledge. If he's really gone off his nutter, I wouldn't be surprised to see them using him. Need to talk to this professor. We'll go together. Redanian guards all over the academy. Doubt you'll get in alone. Guards have never stopped me. You know that. Wound these, and I'll have to patch them up. Besides, we might run into a friend. Get inside free and easy. Ja, gerne. Wenn ich dadurch noch ein bisschen Zeit mit dir verbringen darf, bevor du gehst. Gerne. Also, ich lasse sie, wie gesagt, auch ziehen, weil ich finde eigentlich ihr Argument, dass Geralt eigentlich nicht der Richtige ist. Man merkt, dass sie in einen verknallt ist und dass sie Gefühle für ihn hat. Aber ich glaube, sie ist sich bewusst, dass Geralt nicht der Richtige ist. I mean, is it well guarded? Might be all it is. Many of the faculty fled to the far north. The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. They in the same bind? So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. Ja, ich hoffe es doch. Weil das letzte Mal hat sie ja noch gesagt gehabt, dass sie halt gerne jemand hätte, der zu Hause auf sie wartet. Und das verstehe ich.
Ihr Job ist ja auch nicht einfach, ihre Aufgabe, der sie sich verpflichtet hat. Und es stimmt einfach, Geralt ist da nicht der Richtige. Das sehe ich genauso. Außen gehört Geralt halt zu Yennefer. Auch wenn ich letztes Mal nicht widerstehen konnte und das Spiel mich quasi verführt hat. So. Es tut mir leid. I'm sorry. Halt! By order of King Radovid, no one's allowed inside the academy. Not even lecturers? No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple to the end of your days. Bruno? Hey? Maybe we ought to let her in. She's a decent lass. Not like to steal nothing. All right. But alone. Which will draw too much attention. I'd rather not get chite from the captain on his account. Here's what we'll do. I'll go in, then help you sneak in around the back. Yeah. How? Don't know, but I'll figure something out. Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Agreed. All right. Let me in. Dass sie das genau vor den Wachen besprechen. Ich weiß, wahrscheinlich haben sie es eher leise gesagt, aber... egal. Egal. Long live Radovid. Ich folge jetzt wieder der Wegführung. In der Hoffnung, dass sie mich nicht schon wieder zum Blödsinn führt. Ja gut, du willst einfach nur, dass ich ins Wasser gehe. Ich habe das schon verstanden. Ich hätte auch einfach runterspringen können, aber gut. Hier ist ein Ertrunkener? War ja klar. Ja, geht mir doch nicht. Jetzt stirb einfach. So. Geralt. Are you there? Yeah, I'm here. Grab the line. Where'd you get the rope? Long story. But we've done well. Professor Shakeslock's house is at the end of this street. Witch hunters guard the door. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing will take some time yet. All right. Be seeing you. Ich würde mich wirklich gerne noch von ihr verabschieden. Natürlich sind sie überall Hexenjäger. Scheiß drauf. Töten wir sie. How long you gonna make me wait? Natürlich. Ja, chill. Thank you.
nerve. Nein! Böse! Ich frage mich ja, wie lange das DLC noch geht, weil ich weiß, dass einer der beiden DLCs, ich weiß aber nicht mehr welches, etwas kürzer gewesen ist als das andere. 15 Stunden oder sowas. Ich glaube, Blood and Wine war das längere. Ich glaube, das war auch der Grund, weswegen ich erst Heart of Stones angefangen habe, weil das das kürzere DLC ist. Lock tight. Need another way in. You leave a window open, maybe. Tja. Nein! Nein, nein, nein! Ich wollte da nicht! Mensch! Manchmal. Aber auch nur manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Haube gern. Immer. Okay. Tut mir leid. Nein! Nein! Böse! Wollte ich nicht. Ich will doch. Mann! Ich wollte nur da um die Ecke. So. Okay. Ich will da rein. Mensch. Ups. Springen wir mal darüber. Wie gut, dass die Tür hier schon halb kaputt ist. Ups. Oh. Das sieht irgendwie wie kein gutes Zeichen aus. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Okay. Gespenstig. Ich kann eine Bibliothek aufmachen. Das ist das Erste, was ich tun werde. Ich werde eine Bibliothek aufmachen. Julian Alboko's Lesser Key. Tomes about demons. Shattered mirror. Dusty as they come. No sign of impact. Probably not an accident. Shattered by a sound, maybe. Someone looking at it and scream. Silver Lamin. Don't know the sigil. Hasn't been used in ages, looks like. Franco, is that you? Leave the bedpan in the usual spot. And take the platter. I shan't be eating today. Professor Shakeslock. Who the blazes? How'd you get in? Get out. I know nothing. Don't wish to know anything. Understand? No, no, no. Out! Not gonna hurt you. That demon sent you. I'm sure of it. What demon? Feigned ignorance. Please. You know, Gaunter Old Dim, evil incarnate. He didn't send me, but he is why I'm here. I'm a witcher. A mutant. Yeah. Could be. Why are there guards outside your door? You a prisoner? Protective custody. That's the phrase. Protective. When I cannot decide my own fate, cannot breathe without their permission. What do they want from you? You may not be aware, but I am one of the foremost experts on the occult. Living experts, that is. My mentor was the outstanding Professor Lionel Van... And you're cooperating with the witch hunters now? Cooperating? As if I had a choice. They're ignorant. But not enough to ignore what I know about magic, witches, sorceresses, what have you. Knowledge they use for barbaric ends. But that's beyond my control. Came here because I need information.
Think you might be the only man who has it. A Witcher. Then it follows our need and fear. I'm hardly a post-conjunction creature. What did Olgierd von Everick want from you? I curse the day I first set eyes upon the man. He appeared at my doorstep one day, offering a sack of gold were I only to find out who Gaunter O'Dimm is and how to get rid of him. I agreed. Such matters are my speciality. And I needed the coin. I pored over countless tomes, delved into obscure incidents and analysed folk legends. I went so far as to travel to Nilfgaard, the library there, where at last I hit upon the mysterious entity's trail. There are records of encounters dating back thousands of years in many cultures under many names, but always as evil incarnate. In this land, we call him Gaunter O'Dimm, at times Master Mirror, or the Man of Glass. In deciphering the ancient scrawlings, I went blind. Yet I learned a great deal. For example, that he plays with his victims. He thrives on pacts above all else. Seemingly harmless contracts, which drive their parties to madness. What's with the surroundings? These runes, what do they mean? They protect me. Here, evil cannot touch me. How do you know? He told me himself. Paid me a visit once. Fascinating meeting that was. I was blind already, but saw him clearly. He smiled at me. Said he was honored I'd taken such an interest in him. He wished to thank me. And explained he'd taken a similar interest in me. He drew the circle and said I'd be safe within it. His way of repaying me, you see. Ever tried to leave it? If you'd heard how he said it, you'd be as certain as I am what leaving would bring. Aber wie lebt er immer so? Muss er nicht mal aufs Klo oder essen oder kackt er in einen Eimer? Das ist ja auch irgendwie kein Leben, so irgendwie. Know anything else about the man? Gaunter O'Dimm is no man. He is evil. Evil which assumes various forms. Forget about him or die. You're alive. Alive? Yet I live in constant fear, born of what I've learned about him. Olgierd signed one of these pacts with him. Brilliant deduction. But have you guessed why? You must know that he came from a wealthy, influential line. He must have, if the family of his betrothed accepted him. Yet did you know, his fortune soured. He himself became an outcast, impoverished. Iris's family, a powerful house, could not accept this, would not marry their daughter to a nobody. Olgierd wished to elope. The further away, the better. Yet Iris refused to cut her family ties. Quite the predicament. Indeed. Their luck turned yet darker when a wandering witch mentioned a solution. A man who would grant any wish. His name, Master Mirror. The rest follows naturally. Olgierd and Odin. A meeting at a crossroads. A wish. A pact signed in blood. And a price to be paid. Olgierd was to sacrifice one he loved. O'Dimm delights in difficult choices. He knew Olgierd loved two in this world. His betrothed and his brother, Vladimir. Olgierd chose, and soon thereafter married his beloved Iris. His fortune restored. Also hat ihn doch... Ich hab's noch gesagt. Erinnert ihr euch? Ich hab's noch gesagt. Ich hab gesagt, bestimmt hat Olgierd seinen Bruder umbringen lassen. Tja. So did Olgierd kill his own brother? No. Oh, no. Deduce, Witcher. O'Dimm acts directly or indirectly. Hm? Olgierd merely signed the blood letter. The next day, his brother was dead. Olgierd tell you all that? He had to. How else was I to diagnose his case? Make it sound like an illness. It is worse. Many illnesses are treatable. The
play with evil. Medicine can be much harder to find. Why was Ol geared out to get rid of Odim? He'd gotten what he wanted. Had he? His heart had turned cold as ice. His feelings for his wife, for whom he'd sacrificed his brother, had withered. He'd lost all he'd loved. Had he wanted any of this? No. Odim grants what you wish, not what you want. All who sign a pact learn the difference and die by it. All? No way to get rid of him? Kill him, you mean? Kill evil? No. Yet the annals tell of a man who dissolved his pact by defeating Odim at his own game. Meaning? Odim wields contracts, word traps, duels of wits. Challenge him to such a duel. He'll agree. And can be beaten. But remember, there is only ever one stake. The sole thing he truly desires. Human souls. Odim left a mark on my face. Any way to get it off? A mark? No mention in the tomes. Strange. Unless it will disappear once your pact is fulfilled. If I challenge him and the pact that way, will it go away? That I do not know. The one man who succeeded bore no mark. Thanks. Helped me a lot. Good. Very good. Ah, to feel useful after so many years locked up, living in fear. Why, it's pleasance itself. Na toll. Na, immerhin war es kein, sag mal, schmerzvoller Tod. Das ging sehr schnell. Von dem Bücher egal, wäre deutlich schlimmer gewesen. Es tut mir leid. Tja. Aber immerhin hat er uns wirklich ziemlich gut helfen können. Muss ich ihn ja lassen. So viel Alkohol. Wir haben einen Schlüssel für irgendwas. Ist es einfach nur für die Tür unten? Ja, gut. Tja, aber war ja klar, dass dieser Odim jemand nicht Gutes ist, sind wir ehrlich. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie erstaunt oder sonst was. Ich denke mir so, okay, war ja klar. War ja einfach nur klar. Wo geht's hier raus? Ich will hier raus. Sonst hüpfe ich gleich über die Mauer. Hüpfe ich halt wirklich über die Mauer. Meins. Gut. Dann mal. Geronimo. So. Perfekt. Da ist ein kleines Boot und es wartet schon auf mich. So. Können wir dann damit irgendwo hin, wo ich auch hin muss? Ja, irgendwie nicht. Ja, gut. Dann fahre ich jetzt halt ein Stück. Was soll's? Die Frage ist... Hm.
warum Iris und Olgirt überhaupt Unsterblichkeit wollten. Ist es wirklich so wichtig, unsterblich zu sein? Sollte man nicht lieber das Leben, das man hat, auskosten? Gerade weil man weiß, dass es irgendwann endet. Ich verstehe den Drang für Unsterblichkeit von vielen Menschen irgendwie nicht. Es wird ja sehr oft irgendwie thematisiert. Ich weiß, man hat Angst vorm Sterben, bla bla, aber lohnt sich es dafür wirklich, unsterblich zu werden? Irgendwie, ich weiß auch nicht, bezweifle ich das. Rochi! Komm her, du bestes Pferd. Ich wollte dich nicht erschrecken, es tut mir leid. Ich bin noch ein bisschen Ghost drin. I'm sorry. Ich schwöre. Oh Gott. Geh mir nicht auf die Nerven, ich habe keine Lust auf euch. Ich glaube, ich hätte hier nicht reinfallen sollen. Na, na. Ja, ja. Entschuldigung. Ach man, ich hätte doch das scheiß Boot behalten sollen. So eine Kacke. Wer hat das? Wer hat da? Wie weit muss ich noch? Ich drücke schon wieder die falsche Taste. Okay, darüber schwimmen. Dann schwimmen wir jetzt darüber. Wir hoffen, dass dabei keine Ertrunkenen auftauchen, die mir auf die Nerven gehen. Nein. Nein. Nee, du folgst mir. Nein. 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 Ich habe Nein gesagt. Ich habe Nein gesagt. Ich finde es ein bisschen schade, dass man aktuell keinen von den alten Charakteren sieht. Ich meine, klar, die waren halt Hauptstory und das ist halt jetzt ein DLC und hier kommen halt jetzt mal andere Charakter. Aber ich hätte zumindest Yennefer gerne nochmal gesehen. Das macht mich schon ein bisschen sad. Minimal. Die Musik wollte gerade anfangen, jetzt hat sie schon wieder aufgehört. Das Spiel, schalte ich. So. Ich drücke schon wieder die ganze Zeit die falsche Taste. Wir sollten einmal rappen. So. Dann mal los. War ich hier schon mal drin? Ich bin mir nicht sicher. Ah! Nicht runterfallen. Ich laufe richtig, falsch. Beides. Doch, ich bin richtig. Boah, die Wegführung, die verwirrt mich ab und zu so. Dieses Hin und Her, das macht mich ganz wahnsinnig. Okay. Ich glaube, ich hätte doch nicht in die Höhle gesollt. Kann sein, dass ich nur auf die Höhle drauf mache. Und nicht. Nee, jetzt bin ich doch richtig. Ich bin doch richtig, oh Gott. Okay, okay, okay. Strange choice of locale. Guessing there's a reason for it. Wasn't me who chose it. I assumed so. But since we're here, I believe you have something for me.
fulfilled the third wish. How do I know this to be the rose? Very well might have picked this up at the Oxenfurt Market an hour ago. Look closely at it. Got it from Iris. It was the last thing that bound her to this world. What? I think... think she loved you. Meant this as a token of that love. She loved me. After all that's passed. Iris. What a mess we made of it all. If I'd only known then how it would end. What's happening? I feel as though... as though... a hot iron's pierced my chest. Sorry to have kept you waiting. I'm so glad to see everyone's complete. How do you feel, Von Emmerich? A little less troubled? Lighter in the heart? Ordim, what do you want? What do you mean, what? Your soul. You forget. The pact states you can take it only once you've fulfilled three wishes, and... and we stand together on the moon. Well, what do you know? What? No. We had a pact. The moon is there. There! Not here. I gave you what you wished for. Here, on the moon, our contract you fulfilled. Awesome. You cheated me. I never cheat. Wait. Do not interfere, Witcher. Remember what I did to the last fool who interrupted me. You grant wishes, right? Grant mine and release him. He must repay his debt. Let him go, and I'll take it on. We'll call it mine. You wish to give your soul for his? No, but we can play for them. I lose, you take mine and Olgierd's. But if I win, you release us both. What do you propose we play? Gwent? Don't know. Maybe we can bet on a challenge. You know I'm good at accomplishing the impossible. Seen me do it. Very well. But we shall do this my way. Ich habe es komplett spontan entschieden, bin ich ganz ehrlich. Also, das war schon wieder so eine schnelle Entscheidung, wo ich gedacht habe, scheiße, helfen nicht helfen. Olgierd ist zwar irgendwie selber schuld an seiner Lage und wahrscheinlich wäre es sogar besser, wenn er steht, wenn ich ehrlich sein soll, aber nicht, wenn die Seele dadurch an Okrim übergeht. So let us play. I shall tell you a riddle. Solve it and both you and Olgierd will be free. Ach du Scheiße. And if I don't? Then we'll all three go for a wild ride. It's what you proposed, is it not? The riddle. Let me hear it. To all things and men I appertain, and yet by some am shunned and disdained. Fondle me and ogle me till you're insane. But no blow can harm me, cause me pain. Children delight in me. Elders take fright. Fair maids rejoice and spin. Cry and I weep. Yawn and I sleep. Smile and I shall grin. What was that supposed to be? You tell me.
What am I? Na gut. Wie na gut? Okay. Ich lasse mir das noch einmal sagen. Didn't quite catch the riddle. Mind repeating it? To all things and men I appertain, and yet by some am shunned and disdained. Fondle and ogle me till you're insane, but no blow can harm me, cause me pain. Children delight in me, elders take fright. Fair maids rejoice and spin. Cry and I weep, yawn and I sleep, smile and I too shall grin. Okay, ich versuch's. You're going down. We shall see, my friend. You must find me before the sand in the hourglass runs out. What the fuck? Ready? Let's begin. Für mich hört es ja an, als könnte es der Tod sein oder sowas in die Richtung. Aber was zur Hölle soll ich hier finden? Hier gibt's doch gar nichts. Die Kinder könnten drüber lachen, weil der Tod sie noch nicht erreicht. Andererseits macht das keinen Sinn. Der Mond macht auch keinen Sinn. What is this place? You like it? Plenty more where it came from. Just remember, you must find me before time runs out. Mitkämpfen. Ja, nee, ist klar. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, bin ich ganz ehrlich. Ja, ist okay. Monsters weren't part of the deal. My world, my rules. Cry and I weep, yawn and I sleep, smile and I too shall grin. Something that repeats all I do? Maybe an echo? Echo. No dice. You can't possibly ogle an echo. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Children delight in me. Elders take fright. Fair maids rejoice and spin. Cry and I weep. Yawn and I sleep. Smile and I too shall grin. Damn it, what are you? Ein Kinderlied? Keine Ahnung, wer das gerade gewesen ist. Ich kann nämlich gerade nicht. Don't leave me here. Shut up. Was? Hang on, I'm coming. Du bist so ein Betrüger. I can't believe you fell for that. Fick dich. Oh Gott, es wird knapp. Warum liegt hier Gold rum? Ja, Gold kann es nicht sein. Really, Geralt. Unable to resist a few shiny coins. I truly expected more of you. Nee. Especially since time is short. Ja, juckt mich gerade nicht. Ich dachte nur, dass da drin vielleicht irgendwas wäre, was ich anklicken kann, was er sein könnte, aber natürlich nicht.
Oh, awful. You're doing terrible. Remember. As I see it, you will never find me. Keine Zeit. A family tomb. Das kann's auch nicht sein. By some am shunned and disdained. Could be family, I guess. Wouldn't match much else in the riddle, though. Repeat the riddle. To all things and men I appertain, and yet by some am shunned and disdained. Fondle and ogle me till you're insane. But no blow can harm me, cause me pain. Children delight in me, elders take fright. Fair maids rejoice and spin. Cry and I weep, yawn and I sleep. Smile and I too shall grin. Mirror, so this is where you're hiding. Come now. You didn't expect it to be that easy, did you? Nee, nicht wirklich. Ein Spiegel macht zwar halbwegs Sinn, aber der wird auch falsch sein. Du bist so ein fucking Schummler, meine Fresse. Ich krieg dich. Ich renn einfach an jedem Spiegel vorbei. Warum reagiert er nicht? Okay. Das war gerade ein komischer Bug. Das ist ein übelster Schummler. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Ich befürchte, dass ich das nicht mehr schaffe. Fuck! Fucking Mother of God! Das gibt's doch nicht. Das versuchen wir nochmal, würde ich sagen. Wir müssen halt den richtigen Spiegel finden. Aber ein Spiegel macht ja auch Sinn. Ich habe auch schon vorhin gedacht, so ein Spiegel vielleicht. Aber irgendwie habe ich gedacht, das wäre vielleicht zu einfach. Weil bei einem Spiegel ich irgendwie das Gefühl hatte, naja, er wird der Spiegelmann genannt. Das wäre irgendwie zu offensichtlich, aber gut, es war das Offensichtliche. Aber trotzdem, es bringt mir ja gerade nichts, wenn ich weiß, was die Lösung ist. Wenn ich den richtigen Spiegel nicht finde. Also, werden wir jetzt nochmal eine Runde suchen. Eigentlich würde ich das gerne noch in der Folge hier schaffen. Ich frage mich, ob es Leute gibt, die sofort den richtigen Spiegel finden. Und ob ich da einfach nur Pech habe.
Oder ob ich einfach wieder mal blind bin, das kann ja auch sein. Na komm, lade doch einfach. Meine zweite Vermutung war ja ganz kurz der Mond, muss ich gestehen. Weil ich gedacht habe, naja, der Mond, der spiegelt ja auch. Man sagt das zumindest immer. Plenty more where it came from. Just remember, you must find me before time runs out. Eigentlich habe ich gar keine Lust, gegen euch zu kämpfen. Wirklich. Ich habe gar keine Zeit für euch. Ja. Monsters weren't part of the deal. My world, my rules. Ich weiß halt nicht, wo der richtige Weg ist. Ich kann gerade nicht. Ich folge einfach dem fucking Licht. Und gehe sofort Richtung Spiegel. Oh, awful. You're doing terribly. As I see it, you will never find me. Ich greife es mit Absicht einfach nur stumpf an, damit ich einfach so schnell wie möglich hier wegkomme. Mirror. So this is where you're hiding. Come now. You didn't expect it to be that easy, did you? Hier unten ist aber nichts, ne? Nee. Das ist halt echt seltsam. Das sieht aus, als könnte ich da vielleicht runter. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin der. I'll still get you. So you say, wait, I wait and wait and nothing. Es ist schon wieder so viel Zeit vergangen. How? Point for me. Gotta be some mirror here you won't shatter. Seek and ye shall find. Versuche es da runter zu kommen. Okay, es war eine dumme Idee. Ja gut, das war wirklich eine dumme Idee. Jetzt komme ich nicht mehr da hoch. Ja. Tja. Hätte ich mir auch denken können. Aber ich wollte es testen, weil es von der Seite ein bisschen, also von oben ein bisschen ausgesehen hat, als könnte da möglicherweise ein Ding sein. Na komm, lade. Das Laden stört mich jetzt halt natürlich bei so einer Aufgabe übelst.
is this place? You like it? Plenty more where it came from. Entschuldigt. Ich war gerade nicht sicher, ob ich mein Mikrofon wieder angemacht habe. Habe ich nicht. Ich habe gerade einen Schluck genommen. Da dachte ich so, hä? Ich habe mein Mikrofon angemacht? So, ich habe gerade gesagt gehabt, wir rennen jetzt einfach nochmal durch. Ich hoffe einfach. Ja, halt einfach die Fresse, wirklich. Du gehst mir so auf den Piss. Mir sind die Gegner jetzt auch egal. Ich werde jetzt einfach an denen vorbeirennen. Ist mir wurscht. Ich werde jetzt mal den Weg hier unten versuchen. Und da mich verlaufen. Ich kann jetzt nicht. Ich habe keine Lust. Wenn ich nicht muss, ich werde es einfach versuchen, an den wegzukommen. As I see it, you will never find me. Never. So. In der Hoffnung. Mirror. So this is where you're hiding. Come now. You didn't expect it to be that easy, did you? Irgendwo muss er doch sein. Oh, sieh einer an. There was water here once. Maybe there's a way to bring it back. Ja, nämlich Wasserspiegelung. Ich habe nicht auch schon vorhin gedacht, weil Gerald vorhin irgendwas von Wasser geredet. Ich dachte so, hä? Vielleicht. Sorry, ich wollte Art haben. Vielleicht brauchen wir eine Wasserspiegelung, ob das schon reißt. Funktioniert das? Scheint auf dem richtigen Weg zu sein. Ich wusste einfach noch nicht, wo ich eventuell Wasser herkriege. Ich dachte vielleicht, wenn ich unten gucke oder so, aber gut. Gut, ich meine, ich hätte gleich den Brunnen besser beobachten sollen. Ich bin vorhin einfach am Brunnen vorbei und habe mir gedacht, wir finden es von alleine irgendwo. So, any better? Yeah, thanks. Wine's revived me a bit. This plonk could revive a corpse. An exquisitely rank vintage. You know what, though? It's good at last to taste something real. So, have at it. Tell me what the blazes just happened. Your brand's gone. Guessing that's a good sign? First off, you tell me what it's like to have a heart of stone. It's wonderful at the start. You feel no fear, no angst, but also no concern, no care for anyone, not even those you loved. And gradually, you lose them. Well, you know how it ended. What about your senses? Taste, smell?
All there. At first, I savored the world like never before. It was stronger, more clear. How's that possible? I did not wish for a heart of stone. That was a mere side effect. I wished to win back Iris's hand and have my fortune restored. And then to live like there was no tomorrow. And thus I lived until I ceased to feel anything at all. What a joy to be done with it. Because I am done, right? Will you tell me what happened? Odim decided to have some fun at my expense. Devised a game I was supposed to lose. Seems he'd forgotten the training you put me through in doing the undoable. So only to protect myself. In doing so, I put you in harm's way. Forgive me. Well, don't have to worry about him anymore. You're safe and free. I thank you. Though I've no notion what to do with this freedom now. Mira took everything. Everything I loved. All I held dear. Not true. Got your heart back. A bitter victory. Now at last I sense how much I've lost. I have a heart again. Yet all it feels is grief, sadness, and defeat. My life is a ruin. Ich will jetzt nicht sagen, keine Sorge, es wird schon wieder was, mach ich nicht. Sorry. Can't say I envy you. As the saying goes, careful what you wish for. Oh, I shall be. Believe me. Actually, I have a better idea. I'll never wish for anything again. It's time I took fate into my own hands. Live life anew. And truly, this time. Sounds like a plan. I'll never forget what you did for me, Witcher. I have something for you. Can't accept this. You can, and must. This saber's been in my family for generations. Even when I'd lost all else, it remained at my side. Means a great deal to me. All the more reason why I can't take it. Do me the honor. This'll mark the start of my new life. And such a weapon could be right useful to you. Thank you. Ow! Sorry. You needn't be. I thank you again, Geralt. And good luck on the path. Good luck to you too. Ich glaube, wir sind fertig. Mit den Addon meine ich jetzt. Ja. Wow, das war echt toll. Also wirklich, das war echt toll. Das war ein schönes DLC. Die Storys waren echt toll. Ich weiß schon gar nicht, was ich anderes sagen soll, außer dass es toll war. Tja. Dann fangen wir nächstes Mal mit Blood and Wine an. Ich bin gespannt, was uns in Blood and Wine erwartet. Das DLC war jetzt wirklich nicht so lang. Ich weiß nicht. Vielleicht 8 bis 10 Stunden. Ich bin mir gar nicht sicher, wie lange ich jetzt dafür gespielt habe. Ich meine, die eine Quest konnte ich ja nicht mehr machen. Also, die eine, die so komisch verbuggt ist. Was ein bisschen schade ist, aber alles andere haben wir jetzt, glaube ich, mitgenommen. Alles, was jetzt halt zu Heart of Stones gehört hat. Irgendwie fehlt mir gerade eine Musik, muss ich gestehen. Das verwirrt mich. Können wir das denn überspringen? Perfekt. Und dann, tja.
soll ich sagen? Das war Heart of Stone. Dankeschön. Bagdason, wir werden. Severn da. Wie auch immer. Die Folge ist ein bisschen überlang geworden, weil ich jetzt so lange für dieses blöde Rätsel gebraucht habe. Ich hätte gleich gucken sollen, ob da nicht irgendwo Ding ist. Was zum Wasser und so. Weil Geralt hat es ja schon gesagt gehabt, aber ich habe einfach nicht gesehen gehabt, weil ich durch das Zeitding nicht genug mich umgeguckt habe. Ich bin ein bisschen in Panik verfallen. Aber gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Nächstes Mal sehen wir uns dann in Blood and Wine wieder und bedanke mich erneut fürs Zusehen, ganz ruhig. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann die Folge sehen soll. Man sieht sie in der nächsten Folge von The Witcher 3. In dem Fall Blood and Wine. Also, bis dann. Ciao.